So, Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Crash Bandicoot 3 World. Ja, so, wir haben jetzt viele Versuche gebraucht, um erstmal alle Kisten zu kriegen. Das haben wir auch hingekriegt. Jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, Erster zu werden und uns den Kristall zu snacken. Eigentlich haben meine Eltern kein Knast. Nee, nicht, dass ich wüsste. Na hier, so, kennst du das hier, diese... Ja, wie nennt man das? Laufgitter für Babys hier. Nennt man so, Laufgitter? Ist auch sowas wie ein Knast, oder? Kinderknast. Und deine Eltern nicht mehr, ne? Oh Mensch, das ist so kacke. Weißt du mal nicht, wie du fahren sollst? Dann, wenn du denkst, ach komm, wir fahren mal so lang und dann puff. Also irgendwo davor. Lese dich gleich vor. Konzentriere mich mal jetzt ein bisschen mehr auf die Strecke hier. Ich muss aufpassen, nicht, dass meine Festplatte zu voll wird. So, hier kann ich nicht vorbeifahren. Diesmal fahre ich nicht dran vorbei. Fall in das Loch. Mann! Die bescheißen hier aber ohne Ende hier. Boah, das war jetzt aber knapp. Schön, das werden wir ja wohl noch hinkriegen, Leute, oder? Nein, Sir, ich denke nicht. Jawohl, jetzt nur noch der. Scheiße, scheiße! Komm schon, komm schon! Mann! Oh, 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 Vorsicht, nicht ins Loch fallen! Jetzt muss ich bremsen, jetzt muss ich bremsen. Feuer, 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 komm schon, komm schon! Ja, cool. Ganz schön. Aber wenn sie eine hätten, hätte ich schon einige Kandidaten dafür. Ja, das. Erstmal einen Kinderknast stecken. Das erinnert mich an Zurück in die Zukunft. Der eine, der immer im Knast ist. Da bereits als Baby schon immer ein Kinderknast war. Marty! Du bist ja schon in so manche Party geplatzt. Aber ich hätte nie gedacht, dass du es so weit bringst. Wenn du nicht umkehrst... Ich werde dich und das gesamte Universum 1000 Jahre leiden lassen! Eine Bonusrunde zu verlieren kostet kein Leben. Also... Oh, die Viecher sind auch gefährlich. Bin echt mal gespannt, ob das Gerücht stimmt, dass am 13.07. PS5 Preis und Release-Datum gesagt wird und direkt zur Vorbestellung freigegeben werden. Nein, da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Hier, stopp, Mann. Fuck. Ich war im Monitor geklatscht. Hä, wie kann man den nicht töten? Hä? Warum geht das nicht? Ach so, geht das. Boom. So, ah, okay. Ich hab mal vorhin den Bildschirm geklatscht. Das sind manche Hausbewohner von hier. Meinst du etwa mich? Der PS5-Preis ist doch schon bekannt. Ist das schon bekannt? Ernsthaft? Ich dachte, das ist nur... Das ist nicht wirklich geteased worden. Ich weiß nur von dem Preis, der mal kurzzeitig bei Amazon geleakt wurde. Was heißt geleakt? Gezeigt wurde. 500 Euro, glaube ich. Und 450 für die Digitalversion. Oh, toll, der hat mich voll erwischt. Ja, Mann! Nein, nein! Oh, Alter, hat mich voll an die Scheibe geklatscht. Ja.
Na, ich greife auf jeden Fall zur Disk-Version. Da kann kommen, was wolle. Mit einer Digitalversion kann ich nicht anfangen. Weil irgendwann, man merkt es auch bei der PS3 zum Beispiel, irgendwann werden die Server geschlossen und man kann nichts mehr runterladen. Oder kaufen oder was weiß ich. Ne? Was hast du dann gekonnt? Nicht. Dann bringt dir die Konsole so viel wie ein Fliegenschiss. Was? 300, 400 digitale? Ernsthaft, wo hast du das her? Ich hab nur was von 450 gehört. Boom. Also eins weiß ich ganz genau. Sollten die irgendwann mal dazu kommen, PlayStation 6, PlayStation 7, PlayStation 9, was weiß ich, keine Ahnung, dass nur noch digital ist, dann definitiv, dann definitiv versprochen, kaufe ich mir keine Konsole mehr. Weil man sieht es ja bei der PS3, wenn die Server geschlossen sind, was hast du davon? Richtig, gar nichts. Bringt dir nichts mehr, Alter. Dann hast du endgültig verloren. Weil das Geld kriegst du auch nicht wieder. Ja. Und, ja. Du hebst im Endeffekt Hunderte oder Tausende von Euro aus am Ende. Ne? Und hast am Ende gar nichts mehr davon. Nach einem Jahrzehnt oder länger. Aber korrigiert mich, falls ich da falsch liege, was die PS3 angeht. Aber soweit ich weiß, kann man sich nichts mehr runterladen. Ach scheiße, ich bin hier schon immer gestorben, ne? Jetzt wählen wir sogar. Da muss die digitale, ja. Naja, so weit gehe ich nicht. Wenn ich keine Disk-Version kriege, dann warte ich lieber. Mann. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich glaube, ich habe hier einen Fehler gemacht. Scheiße. Da oben komme ich doch nie im Leben ran. Doch an der. Und weiter jetzt nicht. Okay, tschüss. Bam, bam, badadadadadadam, badadadam, bam, bam, bad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 
dass das die Spiele auch angeblich angeblich werden müssen. Hast du ein Wort dazwischen vergessen? Was wenigstens so ein Wort? Digital gekauft werden müssen, ne? Meinst du wahrscheinlich. Oder wie meinst du das jetzt? Ach, angeglichen. Ich habe angeblich gelesen. Oh. Ja, sorry. War mein Fehler. Jetzt heißt es nochmal. Angeglichen werden müssen. Um auf zu pissen. Ja, das wird sowieso nicht bei allen möglich sein. Das haben sie ja schon gesagt, ne? Was war das jetzt? Ja, die Spiele sollen wahrscheinlich auch wieder teurer werden. Das stimmt schon. Das ist ja jetzt schon bei vielen Spielen so, dass sie 70 Euro kosten. Muss man sagen. Ja, also. Bei diversen Seiten, wie zum Beispiel GamesOni oder GameStop oder sowas, da kriegst du wenigstens noch einen Bonus. Voll rein, ja, ich bin voll reingerannt. Ich weiß auch nicht. Eigentlich wollte ich das hier machen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt hat's aber endlich mal geklappt, ja. Oh, jetzt darf es kaputt gehen. Fünf Kisten. Oh, das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Ja gut, ich achte eigentlich, wenn ich mir ein Spiel holen will, achte ich eigentlich gar nicht auf den Preis. Also nicht wirklich auf den Preis. Also ich gucke zwar schon, dass ich irgendwie... dass ich da das schon irgendwie preisgünstig kriege, aber wenn ich das Spiel unbedingt will, ja, dann lasse ich mich hier von den Typen wegboxen hier. dann achte ich, wie gesagt, wirklich eher weniger auf den Preis und gucke eher, ob ich vielleicht auch eine Collector's Edition gleich abgreifen kann oder so. Weil Hauptsache, ich bin immer in der Hauptsache, gerade vor allem, wenn ich streamen will. Da bin ich gerade erst recht drauf gepocht, dass ich das definitiv etwas früher kriege. Ein, zwei Tage. Deswegen bestelle ich schon meistens immer bei GamesOni, weil das immer fast eine Woche früher da ist. Und ich bin tot. Ne, ich bleib noch. Der Beutel, Mahlzeit. Boah, Frocken, Alter. Was? Mir fehlen Kisten! Achso, nee, warte mal. Boah. Was? Mir fehlt eine Kiste! Nein! Wo fehlt mir die Kiste? Zurücklaufen. Ich hier nicht aus dem Level, bevor ich alle Kisten habe. Ja, so einiges wird uns erwarten. Nur was ist die Frage? Oh, Scheiße, jetzt bin ich abgestürzt. Mann, irgendwo habe ich eine Kiste vergessen, aber ich weiß nicht wo. Warte, ich gehe nochmal ein Stückchen weiter zurück. Boah. Irgendwo habe ich eine Kiste vergessen. Ich weiß nur nicht wo. Und vielleicht muss ich hier auf irgendeinen Typi hüpfen. Nee. Hm. Wo habe ich die Kiste vergessen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Boah, jetzt war ich beinahe an die Nitro-Kiste hier ran. Na 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 na. Ich trau mich auch nicht weiter zu gucken. Welche Kiste habe ich vergessen? Nicht, dass eine Kiste zu Eisen geworden ist und ich habe das nicht mitgekriegt. Das wäre natürlich echt scheiße jetzt. Kann ich sowieso das ganze Level nochmal machen. Oh, hier ist noch eine TNT-Kiste. Gut. Kiste gefunden. Naja, was man nicht im Kopf hat, hat man in der Beine, wa?
Wie sieht's denn aus hier, zuschauermäßig? Was waren hier immer mehr hier? Immer mehr werden das. Das ist doch sehr schön. Das freut mich, Leute. Leute, wenn ihr auch wollt, könnt ihr mir auch gerne ein Follow da lassen. Das tut nicht weh. Und ihr verpasst auch nicht mehr. Sollen kürzer werden, das heißt kürzer. Von einer Spielzeitlänge her oder was? Mikrotransaktionen. Was soll man bei Crash Bandicoot kaufen können? Oder brauchen können, was man kaufen kann? Aber ehrlich gesagt würde mich das sogar nicht mal wundern. Von Activision her. Meine, seht euch da mal COD an. Jetzt haben wir alle. Sehr schön. Spielzeitlänge, ja, super. Aber gut, das bezieht sich halt dann allgemein auf die Spielentwickler sozusagen. Das ist ja jetzt nicht konsolenabhängig. Okay, ja gut. Crash Team Racing ist aber auch ein Kartspiel, darf man nicht vergessen. Ja. Ja. Da macht es ja irgendwo Sinn, vielleicht was zu kaufen. Also nicht den Sinn, dass man was kaufen kann, sondern den Sinn... Doch, den Sinn, dass man da was kaufen kann. Aber ja, hier wird schon mal schmähen. Ah ja, das stimmt. Gut, wobei ich sagen muss, richtig in die Länge gezogen. Also ich kenne kein Spiel, was wirklich extrem in die Länge gezogen ist als Two Worlds. Oder Final Fantasy 15. Nein, nicht laden. Oh Gott, jetzt hätte ich beinahe geladen. Das wäre jetzt ein Ding gewesen, ja. Das kann gut möglich sein, dass man dann Kostüme kaufen kann. Aber ich finde das immer bescheuert. Warum bei solchen tollen Spielen irgendeine Kack-Mikrotransaktion? Eure kleinen Ungeziefer-Gehirne sind viel zu dumm, um zu begreifen, wo ihr hineingeraten seid. Diesmal seid ihr zu weit gegangen. Niemals. Verschwende nicht meine Zeit, du kleines Stinktier. Gib mir die Kristalle. Alter, Platin. Wow. Oh, ich denke mal das. Alter, ich dachte, das erwischt mich jetzt. Und tschüss, Mann! Deine Zeit ist um. Yeah. Deine wird es auch bald sein. Lass den Kopf nicht hängen. Drücke wiederholt fähig, um länger und schneller zu wirbeln oder in der Luft zu gleiten. Yeah! Naja, nicht wirklich. Ich finde, das ist halt so sein typisches Markenzeichen, ne? Euch muss bewusst sein, dass diese Zeitstrudelmaschine sehr empfindlich ist. Wer weiß, was sie tun wird, wenn Dr. Entropy sie nicht ständig überwacht. Wer weiß das schon? Ich meine, schaut ihr doch mal Super Mario an. Ich meine, der hat auch immer einen roten Pullover, T-Shirt.
an und blaue Latzhose. Immer. Warum sollte man das ändern? Ich meine, gut, mit gewissen Items kann man die Farbe ändern lassen. Ja, okay. Aber ich finde es jetzt, ich persönlich finde das eigentlich unnötig. Was das für ein... Lol. Ach, hier werden auch mal vom ersten Teil, zweiten Teil und sowas gezeigt. Ist ja lustig. Ja, ich weiß schon. So, halt, warte mal, wir können ja das eine oder andere Level jetzt nochmal machen. Da können wir uns nämlich jetzt auch mal alle Edelsteine sammeln. War das das Level? Ja, das Level war das. Oin. Ja! Bam bam badara bam 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 badara dam. Da hat der Dante eine Fantasy 15 Platinier. Das hätten wir auch. Wie viele Leben fehlen uns eigentlich noch bis 99? Oha, 59 Leben noch. Boah. Okay, 58. Bam. Sie an der Seite vielleicht auch noch weiter? Nee, war. Oh, keine Ahnung. Ich habe mich diesbezüglich, ehrlich gesagt, nicht so ganz informiert. Weil, ich möchte mich auch nicht allzu viel vorspoilern lassen. Ich möchte mich einfach schön überraschen lassen, damit ich auch viel über das Spiel sagen kann oder auch nicht sagen kann. Ich habe da eigentlich nicht gehört. Ich kenne nur diese allgemeine Synchronstimme, die er hier auch hat. Ist ja, also wenn man streng nimmt, ist es eigentlich auch nichts Neues. Der hat ja eigentlich eine Synchronstimme. Nur spricht er nicht wirklich. Macht nur seine komischen Geräusche. Seht ja auch als Synchronstimme, ne? Oh, ist aus mit dir, Äffchen. Meins. So, witzig ist, wir dürfen nämlich jetzt nochmal zurück. Geil, aber. Na, 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 na. Ja.
Friss mal an. Boah, jetzt hätte ich mich beinahe selbst platt gemacht. Was war das denn jetzt? Mann! Boah, nee, ernsthaft jetzt? Jetzt hab ich alle. Nee, das ist sowas, ich mach's anders. Ach, von hier aus kommt man ja auch nicht wieder zurück, sehe ich gerade. Oder doch? Wisst ihr schon nicht. Wir machen das ein bisschen anders. Aber ohne abzustürzen. Ja, das hat verdammt gut geklappt. Das war schlecht. Das war sogar sehr schlecht. Mensch, mach doch mal. Mach diese scheiß Kiste kaputt. Piss dich, Mann. So, okay, von dort aus kommen wir dann wieder. Das heißt, wir können jetzt wieder zurücklaufen. Jetzt soll ich bloß nicht wieder abkratzen. Sehr schön. Hat doch gut geklappt, oder? Verdammt, hat sich abgeknallt, ey. Ich wusste schon, warum ich den Safe da liegen lasse. Ach, das hat doch gut geklappt. Weg hier. Da dann, da 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 da. Bei diesem Pizza und da müssen wir uns echt, müssen wir echt aufpassen hier. Aha! Mensch, ich bin doch. Alter, ich bin doch bloß auf den Affen. Nochmal. Duff, 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 duff. Ui, war das knapp. Das war knapp. Na 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 na. Dam da dam 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 dam. Aber wenigstens kriegt man das eine oder andere Leben wieder zurück. Ja. Ey, das war unfair.
Entschlurf doch mal. Jetzt. Oh yeah. Sehr schön. Ich glaube, man kann das auch triggern. Aber dass wenn man die Schlange im richtigen Moment zur Seite schießt, dann aktiviert die Kiste auch und dann kann man da rüber. Oh, ich habe schon mal die Zeit überzogen. So, ja. Ja, es ist, wenn man auch so lange im Level braucht. Hab ich jetzt ernsthaft einen Jankenbar für das Level verbraucht? Nee, oder? Nee. So, Freunde! Crash und ich verabschieden uns für heute. Für euch geht's dann morgen an der Stelle weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, mir auf jeden Fall ein Abo dalassen. Das kostet nichts und tut auch nicht weh. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.